Wenn wir verstehen wollen, woraus die Welt wirklich besteht und woraus auch wir bestehen, dann kann es hilfreich sein, in die Natur zu gehen. Und wenn wir zum Beispiel eine Blume anschauen, wenn wir wirklich tief schauen, dann werden wir feststellen, dass in der Blume kein Blume-Element vorhanden ist. Wir werden nichts in der Blume finden, was Blume ist. Die Blume besteht aus der Erde, aus den Mineralien. Sie besteht aus dem Wasser, das aus den Wolken herabgeregnet ist und das sie aufgenommen hat. Und sie besteht aus den Sonnenstrahlen. Sie ist entstanden aus dem Samen und ist damit eine Fortführung all ihrer Vorfahren aller Zeiten. Nichts aber in der Blume ist Blume selbst. Sie ist leer von sich selbst und doch erfüllt vom gesamten Kosmos, der sich als Blume in dieser Form einzigartig manifestiert hat. Und so ist es mit allen Erscheinungen auf unserer Welt. Auch wir sind leer von uns selbst und erfüllt vom gesamten Kosmos. Wir sind die Fortführung unserer Eltern und aller Ahnen, die vor uns existiert haben. Unser Körper besteht aus der Nahrung, die wir ihm zugeführt haben. Auch die Sonne und das Wasser sind in unserem Körper vorhanden. Wir sind Sternenstaub. Eine Manifestation des gesamten Kosmos. Und so können wir erkennen, dass nichts aus sich selbst heraus existiert oder getrennt ist von allem anderen. Jeder Ausdruck ist eine Erscheinung des Kosmos selbst. Das Einzige, was wirklich existiert, ist die Verbindung aller Erscheinungen, der Kosmos, der sich in unendlicher Vielfalt selbst entfaltet. Das Leben, das sich überall selbst begegnen möchte.